Frisch und munter geht's weiter hier bei Hyrule Warrior Legends. Hallo Freunde, willkommen zurück und zwar immer noch hier zum Legendenmodus. Ja, wir können so mittlerweile auch Feiermodus, Abenteuermodus und so weiter machen, aber das will ich mir wie gesagt noch für die Wii U-Version aufsparen. Natürlich nur, was dort halt so neu ist. Seit den letzten Updates, seit den letzten DLCs, whatever. So, im letzten Part haben wir einen Prolog gemacht, die erste Schlacht, die ja bekanntlicherweise eigentlich mal die längste ist, also abgesehen vom Endpart. Und weil ja ein Fight, und jetzt hier haben wir der Sheikah-Krieger, was natürlich ein bisschen kurios ist, weil Impa ist ja auch eine Sheikah-Kriegerin. Wer könnte wohl damit gemeint sein? Entschuldigung, ich kann es gerne weiter noch normal. Jo, ich denke mal vernünftig. Ich sag trotzdem mal mit Link, ja. Hey, listen! Also nächste Wellen, zack, zack, stark Angriff, kann da alles noch upgraden, ja, wissen wir alles. Dann mal gucken, da habe ich ein Combo drauf, hier habe ich ein bisschen mehr Stärke, wie man sieht, aber ich denke mal, mit Combo 4 Plus ist auch nicht verkehrt. After an arduous battle, Link and his comrades slew King Dodongo, but the beast was only ever intended as a distraction. The army of monsters had taken Hyrule Castle. Worse, after the dust had settled, Princess Zelda was nowhere to be found. Impa and Link searched the battlefield for any sign of her, but to no avail. Although the battle had been lost, Impa foresaw Link's importance to the coming war. She bestowed upon him a green tunic, the sign of the legendary hero. Link did not believe himself worthy of the honor, but he was determined to help Impa and her remaining soldiers locate Zelda. Weeks passed. Impa heard a rumor that a handful of soldiers were holding out against the monsters in Farron Woods. The leader of this resistance was supposedly a young woman. Impa dared to hope that this unknown woman was Zelda. Link and Impa decided to make their way to the forest by way of the Elden Caves, a path with its own dangers. Oh, oh, Zeitlimit, 60 Minuten, das lange war hoffentlich nicht. Alter, wie klein hier alles geschrieben ist! Das ist nicht nur hier auf dem 3DS, so, ich hab's auch mal privat mal auf dem New 3DS XL getestet, ist trotzdem so klein. Meine Fresse, ey. Natürlich nach auf YouTube sowieso, weil es noch strecken muss, das Ganze. Naja, was soll's. Wir fangen direkt mal an. Ich wollte gerade sagen, das sind aber niemals gerade 60 FPS gewesen. Das sah gerade ziemlich ruckelig aus. Vulkan, der Vulkan, Eldin, Vulkan. Planet Vulkan. Ich war gerade mitten am Fighten. Da drüben ist der Ausgang, wir müssen dann den Umweg über den Norden nehmen. Not gut. Was machst du dahin? Wow. Ich guck gerade unten nach, was noch so abgeht. Ja, hier müssen wir hier durch, das stimmt soweit schon. Hey, listen, der Vorposten, der muss blau leuchten, nicht rot, kapische? Ja, ja, kapische. So, Problem gelöst. Oh oh, ich bin gerade eingeschlossen. Nee. Nur viel mehr auf noch die Combo war. Was ich am letzten Part noch angemerkt habe, von wegen, irgendwie da die Stoß-Ram-Attacke-Combo, die klappt bei mir irgendwie gerade nicht. Aber wenn ich mich noch richtig erinnere, damals bei Hyrule Warriors am Anfang noch, musste man die Combos erst noch freischalten. Ja. Hatte man sicher schon im ersten Part geschrieben, aber naja, wisst ihr, wie das ist. Ja, ich muss ihn erreichen, also hier drüber geht schon mal nicht, weil ich hier das Tor nicht aufkriege. Hm.
Aber es muss sie eigentlich gehen, weil ich muss sie da durch, oder? Das ist Missionsziel, alles klar. Da oben durch komme ich nicht. Und wenn ich sonst irgendwo hingehe. Ach, da unten. Alter, sieht man kaum. Oh. Ja, danke, ich hab's gerade auch gesehen. Mensch, der kleine Screen. Ich fühle mich so klein. Was eigentlich unlogisch ist, müsste eigentlich größer wirken. Egal. So. Wir sind da. Huldra. Was machst du hier? Das tat weh, alter Sack. Ja, Mann, nun weg. Oder auch nicht. Ja, noch viel aus der Gute. Das war's. Atemverbesserung, die sind auch ganz geil. Ja, ja, kennen wir auch schon. Alles andere erklärt sich, wenn es soweit ist. Ja, dann kommt endlich mal der Anführer. Da ist er ja schon und tschüss. Tschüss. Moment, das wäre gar ein bisschen fehl. Wenn ich jetzt da hingehe. Die Monsterfestung. Ja gut, Impa ist beim Kumpel da oben. Jetzt kann ich jetzt ruhig nach unten gehen. Du, 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 du. La 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 la. Jo Mann, jetzt kämpfen wir auf Augenhöhe. Du hast aber ziemlich kleine Augen. Kuckuck, ich bin's. Link. Wir kommen unter diese Lava, da ist scheiße. Ja, das sehe ich auch. Schwachpunktanzeige und tschüssi, Kowski. Jo, ich kann es wieder. Zumindest einigermaßen. So, du bist auch gleich mal fällig. Es ist erobert, du, du. Wir gewinnen die Überhand. Wir sind geil, Mann. Ja, bisher schon. Bisher läuft's einfach nur geil. Das finde ich steil. Du, du, du. War auch sonst alles Picobello hier unten? Ich glaub schon, wa? Nee, der ging anders. Ja, das ging mit dem Gronen, genau. Hm. Ja, die Krabbelminen, genau, damit ging es ja. Die Krabbelminen. Jetzt muss ich gerade mal ganz kurz. Ich sitze hier ein bisschen zu hoch, so. Scheiße. Jetzt muss mein Hals so dämlich recken und strecken. Dü, 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 dü. Eskortiere sie! Ja, wieso sollte ich? Da unten ist sowieso schon alles frei. Ich war eh schon viel zu schnell. Ich gehe durch die Türen durch, aber krieg's nicht auf. Ja, man, geh mir halt runter. Der war jedenfalls auch bei mir. Das heißt, aber schnell einen Charakter switchen geht nicht. Also wird schon gehen, aber ist eigentlich unzweckmäßig. Ja, ich komm hier schon. Weg mit euch! Mit euch allen! Ups, der falsche Ort. Entschuldigung! Monsterhorden. Ja, sie greifen die Krabbelmine an. So, dankeschön. Upgrade für die Bombis! Jetzt kommt der Bombe. Was? Marschbefehl?
Was auf dem Weg? Okay, Marschbefehl, das ist neu. Das gab's auf dem Original noch nicht. Der war auch ein bisschen nervig und irgendwie. Also, du hattest Mitstreit auf der Map, und die wussten, ja, sie müssen da und da hingehen, ist ja alles schön und gut, aber sie haben es auch getan. Das habe ich gerade ein Problem. Wie ging das jetzt schon wieder? Ah, hier Marschbefehl. Dann schick ich doch Impa mal zum Monster, was den Nachtschwärmern. Er macht das jetzt auch oder was? Ja, mal gucken, ob es wirklich so klappt, wie es sollte. Servus! Was? Bombensymbol? Also auf dem besonders schwer gegen Bomben war. Stimmt, ich glaube, das war einer derjenigen, die eine Aua! Besonders schwer gegen Bomben hatten. Und andere so, ja, oh, sagen wir mal, Zwischenboss, Miniboss, halt andere Monster, sagen wir es mal so. Die hatten halt andere Schwächen, sei es Bogen, Boomerang, was immer alles noch hier zu finden gibt. Und wir haben ein Level up. Yeah! Ich denke mal, die Kalmine kann ich nicht steuern, war von wegen sagen, Kalmine, dein Ziel ist dort. Wobei, das weiß die Mine ja. Die Krabbelmine, die weiß das ja. Bombis! Hallo, ich habe anvisiert. Boom! Boom! Your Queen of Time, Stalos! Stalos! Noch Stalos Ritter! Egal, bums, weg sind sie. Tür auch, wenn du bieten darf. Dankeschön! Impulse, klar bei dir! Ich helfe dir mal kurz! Oh, nicht gut! Flamethrower! Sieht aus wie ihr Licht! Und beide sind hier hinüber. Nö, einer fehlt noch. Aber jetzt. Krabbelmine, du kannst hier durchbewegen. Du, dich steil bewegen. Kamera? Okay, auch das sieht auf der View-Version ein bisschen episch aus, aber was soll's. So, schnell nach oben. Denn wir haben hier noch was zu tun. Die Armee der Finsternis! Prinzessin ist nicht tot. Ihr werdet ihr früher oder später sicher begegnen. Eher später. Mein Name ist Sheik. Ich bin ein Nachfahre des Stammes der Sheikah. Wir waren einst Diener der Königsfamilie von Hyrule. Wieso erzählst du uns da? Sheik, Impa ist auch eine. Nee, kann nicht sein, ich bin der Letzte.
unterhalten wir uns darüber, wenn ihr aus dieser Höhle kommen sind. Erlaubt mir, euch zu begleiten. Nur von mir aus. Sheik, der Sheiker! Halt zum Ausgang, Männer! Beim Teutates! Auf dem Weg zum Ausgang sind wir da. Du-du. Der Hexer hat weitere Monster beschworen. Wie kann er es wagen? Na, von mir aus. Wenn er nichts anderes zu tun hat, dann soll er doch mal. Hallo! Und das Lavista Baby! Wird er lebt noch? Ups. Hallo, wow! Da bin ich, daneben! Du geblockt! Ist halt verloren! Oh, ein Tunnelplatz, ich bin doch schon dabei, Mensch! Schneller geht's, nicht mehr! Ja. Wupp, danke schön! Ja, komm schon, wir haben ihn gleich. OMG! Wo könnte ein Herzteil drin sein? Vielleicht sogar ein Herzcontainer oder ein neues Item oder ich weiß es nicht mehr. Was wird es wohl sein? Es ist eine neue Waffe. Naja, neu versiegelt. Ja, gut, von mir aus. Da ist ja etwas Nützliches drin. Du-du. Und wie geht's jetzt weiter? Das Tor öffnet sich nicht. Wie scheiße, wieso nicht? Oh nein, nicht die Magis. Ein Magi ist total scheiße, ich weiß, müssen erledigen. Die können Monster spawnen. Ich mag sie nicht. Davon krieg ich doch bloß die Gicht. Ich kleiner Wicht. Ich bin doch nicht mehr ganz dicht. Hey, kann reimen, geil. Wow, wow, wow. Wo ist er jetzt? Ne, da ist ja gar keiner. Die hat er mir verarscht. Ja, das sah einfach so aus, gäbe es hier zwei. Den unteren weiß ich noch von der Wii U-Version, aber da gäbe es auch noch einen. Oh. Was, da ruft die Sturmtruppler? Sturmtruppler! Da hält sich wohl einer für Darth Vader. Du. Oh. Nicht die Zombies! So, keine Zeit! Der Markus muss weg! Der Tunnelmeister, er ist stärker als die anderen. Nehme ich mal an. Aber er ist trotzdem down! Yeah! So muss das sein! Hey, listen, du hast weitere Missionen, ist doch geil, Mann! Na, kommt drauf an, wo ist Sheik? Okay, geht Sheik mal da lang. Du. Da sind die Sturmtruppler! In grün? Das ist mal eine neue Farbe. Nicht gegen die schnelle Ski! Tschüss! Das war der erste Streich und der zweite folgt zugleich!
Irgendwie Spezialschaden an der Bombe oder was soll das? Muss ich mal testen, sagt echt so aus, als würde es irgendwie Spezialschaden geben, wenn ich jetzt in der Situation eine Bombe eingesetzt hätte. So, jetzt ist Impa dran. Also dem her, also das, die Funktion mit dem schnellen Wechsel ist echt geil. Aber ganz ehrlich, die könnten auch der Wii U einbauen. Ich meine, da mit dem Gamepad so. Eben sag ich schon. Doch, mit dem Wii U Gamepad. Hab grad Gamepad gesagt und einen Controller gedacht. Hä? Spinne ich jetzt? Wo sind die Sturmtruppler hin? Da ist er ja! Wow! Das war's! So muss es halt gewesen sein. Finde die andere Kammermine! Wo sollen die sein? Gefallen, gefallen. Oh, das höre ich nicht gerne. Ja, ist mir doch egal. Wenn der Platz fällt! Ich bin im Lager raus. Ja, komm, im Lager müsste doch etwas sein. Wir sind lange eingedrungen. Ja, danke schön. Wie lange bin ich schon hier? 5 Minuten jetzt mittlerweile kommen. Hallo. Also ja. Nicht? Hm, schade, aber erobert wär's mal. Da kommen wir noch nicht durch. Also muss es ja da in der Mitte sein. Sag mal, jetzt reißt aber langsam hier. Machen wir einen Marschbefehl. Schick, du Goss, gehst mal hier in Kristallhöhle erobern. Dankeschön. Dann geht Impa, die ist da drüben. Ist ja zu hier, wa? So. Mal versuchen, wa? Ein bisschen Teamwork, du. Nein, nein, schon wieder. Höp, ist er schon. Hab ich gar nicht getroffen, Mann! Booms! Naja, der Feind ist gleich weg. Der Feind ist gleich weg. Jo! So geht's, Leute. Nicht anders. Das ist Magic, geil. Also nicht mehr, aber was soll's. Lieber zu viel als zu wenig. Du. Ich sehe, der Part ist schon vorbei. Wer macht sowieso auch in Zukunft so, dass ich halt pro Part irgendwie eine Mission reinkriege. Spielbarer Kämpfer. Kommen wir auch ein bisschen schneller durch hier im Let's Play. Darf man dann nur irgendwie alle 2 Tage oder so ein neuer Part? Er muss mal schauen. Ja, da kommt er ja, der dunkle Hexemeister. Der dunkle Hexer. Pyroma! Feldbusch! Was? Verteile die Kramine gegen dieses Scheißmonster! Ja, ja, bin ja schon da, bin ja schon da. Wo gehen alle hin? Oh, das ist nicht gut. Jo, das sind ein bisschen zu viele. Magic Soul! Du bist ja also der Arsch vom Dienst, wa? Na, warte, wenn ich mit dir fertig bin.
Ja, nicht schlecht, wa? Ja, tut leider weh. Also, ich habe noch genug Zeit. Bin ganz gut dabei mit dem Arsch vom Dienst hier. Ich lasse ihm keine Pause. Wow. Dankeschön. Ein Skulltuler. Keine Zeit dafür. Ja, ja. Wie gesagt, keine Zeit dafür. Wer es gucken will, wo man die findet, kann ja mein Let's Play von Halo Warriors 1, also, wie nicht 1, Entschuldigung, vom View Original angucken. Die erste Staffel, weil das jetzt mit der Zeit ist. Zweite Staffel mit auch noch halt Updates, Halo Warriors, was noch alles noch kommen wird. Aber ich hab's gerade damals noch gesagt, von wegen, ja, ich glaube, könnte man irgendwie mal eine zweite Staffel und so weiter bringen von Halo Warriors. Tja, jetzt ist sie da. So ein bisschen anders als ich dachte. Damals war noch keine Rede davon, von wegen, ja, gibt noch weiter DLCs für die Wii U-Version, die 3DS-Version, kann auch noch kein Mensch. So, wir haben das auch. Lass meine Krabbelmine in Ruhe, du Arsch! Jo, deswegen eben geht es jetzt hier momentan mittlerweile zwei Staffeln von Hyrule Warrior Staffel 1. An etwa 132 Parts, da ging es echt eigentlich nur das Hauptspiel plus glaube ich, die ersten vier DLCs, wa? Eine zweite Staffel eigentlich noch mit Legends und was man sonst noch so auf der Wii U-Version Neues bekommt. So, Impon schickst bei noch am Leben, aber noch genug Energie, kein Problem. Wenn wir es zum Ausgang können, heißt das für mich, ich mache mal einen Marschbefehl, sag Chic, sie soll zum Ausgang, mache natürlich auch für Impa das gleiche. Und so schnell es geht, und ich steuere sowieso Link, also ist das sowieso kein Problem. Ist halt die Frage, muss ich jetzt die anderen mitnehmen oder kann ich einfach sagen, ja, die gehen sowieso zum Ausgang hin. Also muss eigentlich nur ich mich zum Ausgang bewegen und dann sofort, okay, die anderen kommen auch, fertig. Wäre eigentlich geil, dass der Part sowieso vorbei wäre. Naja, so langsam unterwegs sind sie ja nicht, aber es kann trotzdem ein bisschen schneller gehen. So viele Monster noch hier, oder was? Wie schick ist das? Skulltuler ist geflohen, ja. Wie gesagt, kein Ding, habe ich auf der Wii U-Version, habe ich den Legende-Modus damals komplett gemacht. Das war eine schöne Sucherei, hey. Nachher haben wir noch die zweiten Skulltuler und so, von dem her, ja. Ist das jetzt einfach mal ein bisschen ein lockerer Werdegang auf einem viel kleineren Bildschirm. Mit mehr Informationen, kurioserweise. So, kommen die langsam mal, Leute? Ja, da kommen sie. Zumindest gemäß dem unteren Screen. Die Höhle von Eldin! Junge Frau, den Monstern die Stirn bieten! Und ob das Zelda sein wird? Jo, was ist Prinzessin Zelda? Das hoffen wir doch alle. Link, Impa, danke. Vielleicht gelingt es euch beiden, Hyrule von Untergang zu bewahren. Ja, vielleicht. Sieg auf ganzer Linie! In krasser Überlänge, aber scheiß drauf. So krass aber noch nicht. Hat auch schon viel krasser Überlängen. Yeah, Mann, ich bin Link, der Held, der jedem gefällt. Auch pixelig. Schlacht gewonnen, paar Rubine. Der Feuerstab für Link, neue Waffe, geil. Langschwer, neues Langschwert, dritter Schwert, neue Bonis, neue Materialien zum Upgraden. Das macht vielleicht sogar alles mal ein bisschen offscreen und so.
Und so kannst du auch als Sheik spielen. Die Lüge der Göttin. Und einfach überlegen. Und noch viel geiler und so fort. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Nö. Bin jetzt fertig oder was? Spiel? Speichern? Angriffsreparaturen Link erhöhen. Spielen Sie Angriffsmedaille Kokiri-Schwert. Ja. Die Zauber in der Wälder, das will es mehr in der nächsten Episode da hier bei Legend of Zelda. Nicht ganz. Entschuldigung, bei Hyrule Warriors Legends. Bis dahin. Tschüss.